Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man eine Tabelle formatieren kann, also hier etwas verändern kann. Dazu klicke ich einmal hier rein und es wird hier ein entsprechendes Menü eingeblendet. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen und eine weitere Spalte einfügen. Das wird jetzt bei mir etwas verrückt. Wenn der Text, die Tabelle hier etwas größer wird, könnte jetzt hier auf der rechten Seite hier diesen Anfasser nehmen, kann jetzt hier die Breite wieder verändern und könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen. Ich markiere mal die gesamte Tabelle, gehe hier auf Tabelle. Tabelleneigenschaften und kann jetzt hier in diesen entsprechenden Registerkarten einige Einstellungen vornehmen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen und könnte die Breite der Tabelle, ich verschiebe das hier mal, gesamt verändern. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel kleiner stelle und auf OK klicke, dann sieht man, dass hier diese Breite der Tabelle sich verändert hat. Wenn ich hier nochmal hereingehe, kann ich jetzt hier zum Beispiel hergehen. Man könnte den Textfluss verändern, also je nachdem, wie jetzt hier umgebrochen werden kann. Hier zum Beispiel auch die einzelnen Spaltengrößen verändern. Ich habe hier noch verfügbaren Platz eine 1,14 cm, ist der Bereich, den ich vorhin eingerückt habe. Man könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, könnte hier ein bisschen vergrößern. Klicke auf OK und die erste Spalte wurde etwas größer. Man könnte jetzt hier wiederum hergehen und könnte hier dann die Breite zum Beispiel der Tabelle verändern. Ich muss hier direkt drauf fahren, schiebe das herüber. Und kann hier dann, wenn ich nochmal hereingehe, also die Tabelle erst markieren. So, jetzt habe ich es geschafft. Gehe ich wieder auf Tabelleneigenschaften. Kann ich hier zum Beispiel auch eine Umrandung verändern. Also wenn ich jetzt hierher klicke, kann ich immer nur bestimmte Zeilen zum Beispiel noch verändern. Ich kann hier auch die Linienstil dann verändern. Also je nachdem, was ich hier anklicke, verändert sich das. Ich kann auch alles wieder hier zurücknehmen, indem ich keine Umrandung hier zeichne für die Zellen. Oder ich könnte hier dann bestimmte Vorlagen verwenden, dass es so ist, oder dass wirklich jede Zelle schön umrandet ist. Darüber hinaus kann ich auch den Hintergrund verändern. Könnte sie hergehen und sagen, zum Beispiel, ich mache den Hintergrund jetzt mal gelb. Klicke auf OK. Dann habe ich hier für meine Tabelle zum Beispiel einen gelben Hintergrund. Wenn ich jetzt sage, okay, möchte auch eine ordentliche Umrandung, dann mache ich das, was ich vorhin schon gerade gezeigt habe. Ich gehe auf Tabelleneigenschaften, gehe hier auf Umrandung, lege mir jetzt hier zum Beispiel eine schöne fette Linie fest. Gehe jetzt hier rein, klicke auf OK und sehe jetzt dann, dass hier diese wackeligen Linien eingezeichnet wurden. Je nachdem, was ich hier möchte, kann ich dann auch hier meine Tabelle dann ja, formatieren.